Der Fluch. Schleichfilm Teil 2. Alle Pferde schliefen normal. Doch eines nicht. Ganz langsam. Mach jetzt bloß keine Schritte. Naja, Geräusche. Ey. Prinzessin. Ey. Au. Hättest du mich nicht besser wecken können als mit einem Ey? Schrei doch nicht so. Ich dachte, oh, wie süß. Egal, dann schlafe ich jetzt lieber weiter. Bist du irgendwie... Psst. Komm, wir wecken Brownie. Ey, Brownie, der wacht doch nicht auf in seinem tiefen Schlaf. Ey, was soll das? Achso, ja, stimmt, wir wollten das Buch suchen. Aber es gibt auch andere Weisen, mit denen man jemanden wecken kann. Nee, bei dir nicht. Also, wo ist das Buch deines Vaters? Hier, würde ich sagen. Dann lass uns graben. Aber doch nicht so jetzt hier? Ja, was denkst du denn? Deswegen sind wir jetzt auch extra in Mitternacht aufgestanden. Wir nutzen einfach diesen Stock und dann... Nein, das wird so nichts. Ey, lass meinen Stock. Nein, das funktioniert nicht. Ja, wie sollen wir denn sonst das Buch deines Vaters finden? Vielleicht habe ich mich auch geirrt oder er hat keins oder woanders. Ich meine, so hier... Na toll, du weißt wirklich, du hast uns das gesagt, dass das Buch hier ist und jetzt ist es doch nicht hier? Ich weiß es doch nicht. Muss ihn doch selber fragen. Das wird er uns aber nicht geben, das ist ganz einfach. Was macht ihr denn hier um 3 Uhr nachts? Psst! Was macht ihr denn hier noch um 3 Uhr nachts, Kinder? Papa, es ist so, wir haben die Geburtstagsfeier für Pablo geplant. Ich kaufe euch das nicht ab. Kommt mit. Dein Ernst, Pablo? Ja. Was für Pablo? Wieso Pablo? Mal Pablo. Dann denk dir doch einen besseren Namen aus. Mir fiel einfach keiner ein, ja? Nenn doch Petra. Kinder, ihr wisst, ich stehe auf eurer Seite, aber nur müsst ihr mir sagen, was ihr gemacht habt und was ihr wollt. Denn ich denke nicht, dass ihr eine Geburtstagsparty um 3 Uhr nachts feiern und planen wollt. Wir brauchen dein Buch, um die Dinosaurier und die ganzen Monster abzuschrecken. Das habe ich nicht mehr. Ich habe es verbrannt. Ja toll, jetzt haben wir... Lass ihn ausreden. Ich wusste, dass das kommen wird. Ich wusste es einfach. Keine Ahnung. Sagen wir es so, es war gut, dass ich es verbrannt hatte. Es waren alle Geheimnisse dieser ganzen Erde drin. Aber wenn es in die falschen Hände geraten würde, dann wären wir vielleicht nicht mehr hier. Wow. Geht jetzt lieber schlafen und fragt mich wann anders. Nicht jetzt, in dieser kritischen Situation. Wartet mal, ich habe eine Idee. Wir müssen uns unbedingt hier wieder um 5 Uhr treffen. Um 5? Denkst du, da schlafe ich nicht? Ja, ist so. Du hast uns schon um 3 geweckt. Und vor allem mich ganz schlimm. Sie hat mich getreten. Das war echt doof. Ja, besser als Sand fressen. Ja, ihr wollt ja nicht aufstehen. Ihr seid ja nicht so fit wie ich. Ich bin ja einfach nur strahlend, sorglos und verträumt. Naja, egal. Also, wir treffen uns dann eben hier um... 10, okay? Okay. Okay, bis dann. Wieso ist sie so glücklich um 3 Uhr nachts? Sehe ich so aus, als wüsste ich das? Nein, ich gehe ins Bett. Tschö. Pablo. Vielleicht kenne ich doch einen Pablo. Nein, leider nicht. Es war der Zeitpunkt erreicht, wo diese Fohlen sich wieder treffen wollten. Wann kommen die denn? Die sind ja schon eine Minute zu spät und... 2, 3, 4, 5. Ist das dein Ernst? Dein Ernst? Du zählst die Sekunden, wie spät wir gekommen sind? Ich habe gesagt, ihr sollt pünktlich um 10 Uhr da sein. So, was wolltest du uns sagen? Wir gehen zum großen Weltmarkt. Naja, also des Dorfes.
Und was ist da Tolles? Da gibt's nur Früchte, Essen, was weiß ich was und Dinge. Ja, aber vielleicht finden wir da jemanden, der sich mit solchen Sachen auskennt. Das sind Kinderentführer. Ach Quatsch, das war nicht von Blackie. Ja, Blackie ist ja schon ganz alt. Naja, das... Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber dann lass uns jetzt losgehen, sonst wird's spät. Ja. Naja, ist ja nicht so voll hier. Kommt, lass uns trotzdem weiterschauen. Oh, da kommen schon meine ersten Kunden. Einfach nicht angucken, das erzählt. Aber Leute, wartet, es will doch noch niemand wissen, dass wir in echt einer kritischen Situation stecken. Das eine Ohr funktioniert zwar nicht so gut, aber dafür das andere besser. Wir erzählen das einfach keinem. Das klappt schon. Was ist, wenn die Dinosaurier herausfinden, dass wir hier sind? Naja, egal. Heiße Äpfel, heiße Äpfel. Oh, schön, Sie kennenzulernen. Ich heiße Mirabelle. Ich meinte, ich verkaufe heiße Äpfel. Ach so. Warte mal, bist du nicht die Tochter von Leonie? Sie ist meine Zwillingsschwester. Ich? Wer ist das? Nein, ich kenne nur eine... Leonie. Aber ich meine, dich kennen zu können. Ich nicht. Mich kennt niemand. Ich bin das Kind von einem Drachen von Oberhausen. Das ist echt interessant. Cool. Hä? Okay. Leute, kommt, nehmt das nicht so. Kind von den Drachen von Oberhausen, dein Ernst? Ja, natürlich. Ich bin die Prinzessin von Oberhausen. Genau. Du weißt, deine Lügen sind nicht gut, aber sie sind echt verrückt und gut. Deine Logik macht jetzt auch keinen Sinn wieder. Ach man, ey. Also, nochmal. Deine Logik macht definitiv wieder mal keinen Sinn. Und lass uns weitergehen. Kommt ihr mal kurz? Ich sag doch, das sind Kinderführer. Ich habe gehört, dass sie über Magie redet und ich bin echt der Spezialist da drin. Sie kennen sich gut aus, aber wieso sollten wir ihnen trauen? Kommt, geht in mein Zelt. Der Typ ist komisch. Wir müssen ja nur einen kleinen Blick reinwerfen. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Nein, lieber nicht. Es kann uns was passieren. Nicht so. Nein, bitte. Sind Sie ein Entführer? Haben Sie... Nein. Schau mal. Wenn du genau hinguckst, schau. Ein Leute, guckt mal. Was ist daran besonders? Ein Schwein, ein stinknormales kleines Schwein. Nein, 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 das ist kein Schwein, das ist ein Swine. Also es ist eine Mischung aus Unicorn und Schwein, aber damit es so ein bisschen neuer klingt, Unicorn, versteht ihr? Das ist trotzdem stinknormales Schwein. Swine, Schwein, Swine. Und was ist jetzt mit dem... Swine? Swine. Ja. Naja, ich hab's gefunden. Und ich muss sagen, es hat Zauberkräfte. Es redet zwar nicht viel, aber ich denke, wenn man mit ihm eine Bindung verbindet, dann denke ich, könnte das was Großes werden. Er kann sich nämlich verzaubern. In andere Tiere. In alles, was er will. Könnte daraus jetzt auch ein mega großer, super großer Drache werden. Ja, wenn er das will. Wow, wie viel kostet der? Au. Ups. Gleichgewicht ist gerade nicht seine Stärke. Was soll das? Ach, tut mir leid. Alles gut. Ich kann euch gerne mehr erzählen. Folgt für Part 3.